Über 50 Vereine, Verbände und Organisationen präsentierten sich am Sonntag in der Regener Eishalle. Einen Tag lang sollten die vielen ehrenamtlichen Helfer für ihre geleistete Arbeit im Mittelpunkt stehen. Auf Initiative von Landrat Michael Adam wurde deshalb der erste Ehrenamtstag ins Leben gerufen. Wenn man sich mal anschaut, wie es in anderen Ländern organisiert ist, Rettungsdienste oder vielerlei mehr oder im sportlichen Bereich, dann müssen wir sagen, sind wir wahnsinnig glücklich in Bayern, dass wir so eine ehrenamtliche, engagierte Bevölkerung haben. Da müssen andere Staaten viel Geld dafür bezahlen, dass es hauptamtlich erledigt wird. Und bei uns ist das aus dem Gemeinwesen heraus und das muss man einfach hochhalten und immer wieder zeigen. Neben den klassischen Hilfs- und Rettungsverbänden wie der Freiwilligen Feuerwehr und dem Roten Kreuz waren auch kleine Gruppierungen, die oftmals vergessen werden, vertreten. Dass ihnen jetzt der eigens ins Leben gerufene Ehrenamtstag gewidmet ist, bestätigt sie in ihrer Arbeit. Ich finde es ganz gut, weil man sich und seine Organisation noch mal richtig vorstellen kann. Und Rettungshundearbeit ist eigentlich noch oben in so einer grauen Nische, da wo keiner recht viel davon weiß. Und deswegen finde ich das halt absolut super. Ja, das ist eine super Organisation und man sieht einmal, wie viele Ehrenamter aus dem Landkreis tatsächlich da aktiv tätig sind. Ich finde das ganz hervorragend, weil die ganzen Arbeiten von den ehrenamtlichen Tätigkeiten dann einmal vorgestellt werden. Ich hoffe, dass es in Zukunft wieder geben wird. Vielleicht nicht alle Jahre, aber wenn er zumindest alle paar Jahre mal stattfinden würde, wäre das, glaube ich, eine super Sache, um das Ehrenamt zu würdigen. Überstunden, körperliche und seelische Belastungen sowie die geringe Wertschätzung. Das Ehrenamt verlangt den vielen Helfern einiges ab. Dennoch können sich alle Beteiligten nichts Schöneres vorstellen. Sie alle sind mit Herzblut bei der Sache. Für mich ist das Ausgleich zum Beruf und ich mag einfach gern mit Menschen arbeiten und auch mit Tieren und auch Menschen gern helfen. Spaß an der Freude, die Kameradschaft bei uns in der Feuerwehr und natürlich auch um anderen zu helfen. Ne? Weil es sollte nicht sein, dass nur die Gesellschaft immer egoistischer wird, sondern dass man auch für die anderen da ist. Ohne Ehrenamt darf es nicht funktionieren, weil vieles überhaupt nicht finanzierbar ist. Und die Ehrenamtler sind halt immer mit Herzblut dabei und das braucht man halt. Wer an diesem Tag Gutes tun wollte, konnte dies auch mit sportlichem Einsatz machen. Für jeden geradelten Kilometer an den beiden Indoor-Rädern spendete die Sparkasse Regen-Fichtach 3 Euro für das Ehrenamt. In der für die Besucher extra geheizten Eishalle war das eine schweißtreibende Aufgabe. Es ist schon anstrengend, das wissen wir aber für einen guten Zweck zu radeln und sich anzustrengen, ist ja dann was, was auch wieder Freude macht. Da kommt ein bisschen Geld für die, die sich da einbringen und zurückgestrampt bin. Deshalb schwitze ich jetzt gern dafür. Die Premiere des Ehrenamtstags in Regen war also ein voller Erfolg. Klar, dass sich die beteiligten Verbände und Vereine eine Wiederholung im nächsten Jahr wünschen.